Was passiert, wenn jemand nicht mehr weiterklettern kann? Dafür gibt es drei Möglichkeiten. In diesem Video zeige ich dir die erste. Als allererstes versuchen wir, der Person, die oben feststeckt, gut zuzureden. Das heißt, wir erklären ihr zum Beispiel, wie der Parcours funktioniert oder teilen ihr mit, welche Möglichkeiten sie hat. Denn oft ist es am besten, den Parcours einfach zu beenden, anstatt den jeweiligen Aufstieg wieder rückwärts herunterzuklettern oder im schlimmsten Fall sogar mitten im Parcours abgeseilt zu werden.